Die dritte Guardian Art Book Fair fand Ende April in Beijing statt. Über 100 nationale und internationale Verlage und spezialisierte Fachbuchhandlungen nahmen daran teil und stellten mehr als 15.000 ausgewählte Kunstbücher aus.嘉德国际艺术图书展是由嘉德文库发起并主办的艺术图书博览会。首先呢，图书板块呈现了比以往往届更多的海内外精品的艺术图书，尤其是今年新增的精品旧书的部分，是本届艺术图书展板块的一大亮点。其次呢，我们每届嘉德书展都会举办藏书文化特展。 第三届嘉德国际艺术图书展呢，我们以书籍装帧设计为主题，推出了两大展览。一个展呢是民国书艺100品，总共呈现了新文学时期的100种名家名作的书籍装帧设计作品。这个展区呢是我们藏书文化特展的第二个部分。其实我们是以 Die beiden Sonderausstellungen führen den Leser in die Ästhetik des Einbands während der Republik China bis in die Neuzeit ein. Neben exquisiten Büchern wurde auf der Buchmesse eine Vielzahl von Leseaktivitäten angeboten. Sie zielten darauf ab, eine Präsentations- und Kommunikationsplattform für Leser, Autoren, Designer, Verleger und so weiter zu schaffen. Thank you very much for this kind introduction. Dear book lovers, dear art enthusiasts. 今年呢，我们这次书展也获得了来自一些国家驻华大使馆的特别支持。我们邀请大使推书，介绍各国的文化艺术。 Wir haben uns sehr gefreut über die Einladung, dass wir aus Österreich hier auch ein Länderpavillon sozusagen bespielen können. Wir haben halt beigetragen jetzt wir haben glaube ich 41, 42 Bücher kurz organisieren können, aus Österreich reinholen können. Über 20 Verlage haben wir angeschrieben, die froh waren, jetzt auch beteiligt zu sein. Sie freuen sich auch, dass sie hier erstmals in China präsent sind. Die kleine, aber feine Auswahl an Kunstbüchern mit Österreich-Bezug umfasst Werke aus den Bereichen Architektur, Fotografie, Musik, Literatur und bildende Kunst. Darunter befinden sich auch aktuelle Publikationen des Kunsthistorischen Museums und der Universität für angewandte Kunst Wien. Ich fühle mich sehr geehrt, die Einladung von dem Kulturforum der österreichischen Botschafter zu erhalten. Und auf der Eröffnungsfeier sollte ich einen kurzen Überblick über die Übersetzung und Vermittlung von österreichischer Gegenwartsliteratur in China geben. Und ich finde, es ist wirklich eine sehr wertvolle Chance. Laut Frau Zhang wurden zwischen 2001 und 2010 mehr als 10.000 Bücher aus Großbritannien und den USA ins Chinesische übersetzt und auf dem chinesischen Buchmarkt veröffentlicht. Im gleichen Zeitraum gab es jedoch nur etwa 2.000 Übersetzungen aus dem deutschsprachigen Raum. Davon 1.800 aus Deutschland und die übrigen 200 aus Österreich oder der Schweiz. Obwohl diese Daten schon etwas älter sind, können sie laut Frau Zhang doch darauf hinweisen, dass die Chinesen österreichischen Büchern zu wenig Aufmerksamkeit schenken. Ja, durch die Übersetzung der österreichischen Gegenwartsliteratur habe ich wirklich viele Inspirationen bekommen. Zum Beispiel, als ich studierte an der Beijing Foreign Studies University, habe ich schon ein sehr kurzes Werk von Ingborg Bachmann übersetzt und später habe ich auch die Romane von ihr gelesen und sie ist wirklich sehr modern und in ihren Werken findet man viele Spuren von sehr Frauen-Emanzipationsideen. Dann empfehle ich auch sehr die Verwandlung von Franz Kafka und er ist ein Vertreter aus dem österreichischen Literaturschatzwerk und ich empfehle auch österreichischen Schriftsteller Josef Roth. Josef Roth lebt zur gleichen Zeit wie Zweig und er ist auch gut befreundet mit Zweig. Und er ist sehr berühmter Schriftsteller aus dieser Zeit. Und als Journalist hat er auch lange Zeit für deutsche Zeitungen geschrieben, Berichte geschrieben. Und dieser 12-bändige Sammelwerk empfehle ich dem chinesischen Publikum sehr. Ja. Wir vermitteln sozusagen jetzt die Verlage in Österreich, auch hier mit Verlagen in China und hoffen, dass immer mehr Austausch auch stattfindet, vor allem im Kunstbuchbereich. Es ist das erste Mal, dass österreichische Originalbücher auf der Guardian Art Book Fair ausgestellt wurden. Die österreichische Botschaft hofft,
dass dadurch mehr klassische österreichische Kunstbücher ins Chinesische übersetzt werden und mehr chinesische Leser ein tieferes Verständnis der österreichischen Geschichte und Kultur erlangen können.